Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Tobias Weiß ist mein Name von der Firma Vericon. Spreche ich Dimitri Schuko? Ja, einen Moment, den muss ich kurz holen. Warte mal. Ja, Schuko, guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Tobias Weiß ist mein Name von der Firma Vericon. Spreche ich Dimitri Schuko? Dimitri Schuko, ja, sehr gut ausgesprochen. Herr Schuko, es geht hier um die 500 Euro Bonus von der Krankenkasse für Sie persönlich. Ja. Dazu hatten Sie sich ja online informiert, wollten unverbindlich weitere Infos. Ganz haben Sie bereits von der Krankenkasse Bonusgeld erhalten? Wie bitte, was habe ich bekommen? Bonusgeld von der Krankenkasse bekommen? Nicht. Nein. Nicht? Nein. Okay, Herr Schuko, schicken wir Ihnen das dann per E-Mail. Wenn Sie dann Interesse haben, können Sie sich bei uns melden. Ja, ich habe Interesse. Was können Sie mir denn anbieten bei Ihrer Firma? Herr Schuko, einige Krankenkassen, die geben da bis zu 500 Euro jedes Jahr an ihre Mitglieder aus. Haben Sie jetzt auch kurz Zeit, 10, 15 Minuten? Ja, ich habe Zeit. Gerade Feierabend gemacht. Super, weil wir suchen Ihnen eine Krankenkasse raus, wo Sie dann bessere Leistungen haben, mehr Bonusgeld für die Familie und besseren Beitrag. Sagen Sie mir, bei welcher Krankenkasse sind Sie denn zurzeit? Ich bin bei AOK. AOK, welche AOK? Baden-Württemberg. AOK Baden-Württemberg. Haben da noch niemals einen Bonus bekommen? Nein, wir haben mal ein Playstation kriegen und Sportprogramm, aber nichts Geld. Kein Geld. Nicht bekommen. Geld? Nein. Okay. Sagen Sie mir, sind Sie da alleine versichert oder haben Sie Familie mit versichert? Ich bin alleine versichert. Alleine? Alleine, okay. Okay, da. Grundsätzlich sind Sie, Herr Schuko, an die AOK gebunden oder sind Sie offen für Verbesserungen? Ich nehme im Leben jeden Vorteil, das ich kriegen kann. Okay? Super. Super, weil wenn wir Ihre Vorgaben, Herr Schuko, für Sie berücksichtigen, sagen wir, welche Punkte sind Ihnen bei einer Krankenkasse besonders wichtig? Was muss eine gute Krankenkasse für Sie haben? Können Sie ein klein bisschen leiser sprechen? Sie sind sehr laut. Mach ich, mach ich. Danke. Welche Punkte sind Ihnen bei einer Krankenkasse besonders wichtig? Was muss eine gute Krankenkasse für Sie haben? Ja, ich habe keinen Bock auf Scheißdreck Papierkram. Wenn ich habe Probleme, dann sollen die mich helfen. Und nicht erst reden, Papier. Wenn ich habe Probleme, will ich helfen. Weil die kriegen mein Geld, dann will ich Hilfe haben. Verstanden? Super, also Servicequalität. Service, richtig. Super. Business. Wie werden Sie es finden, Herr Schuko, dass in einer Krankenkasse mal Wellness-Wochenende bezahlt? Da kann man Entspannungstherapie und Massage in einem Wellness-Hotel übers Wochenende genießen. Wäre das was für Sie? Von Krankenkasse? Dass Ihnen das eine Krankenkasse bezahlt? Das ist geil. Kann ich da meine Freundin mitnehmen? Wenn die Freundin mitversichert ist, ja. Das kriege ich hin, kein Problem. Super. Kann man das aussuchen, wo kann man das machen? Genau, genau. Und Herr Schuko, Sie sind ja berufstätig, oder? Richtig. Was machen Sie denn vom Beruf aus? Ich arbeite in Forderungsmanagement. Management, okay. Dann auf jeden Fall, Herr Schuko, was sehr wichtig ist, wenn Sie auf Ihre Gesundheit aufpassen, dass die Krankenkasse Sie belohnt mit einer Beitragsrückerstattung und einem Bonus. Ja, Geld ist immer gut. Super, weil wenn wir Ihre Vorgaben für Sie berücksichtigen. Richtig. So würde ich Ihnen den Test Sieger von der Stiftung Warentest und Focus Money empfehlen. Ja. Dies wäre die größte Betriebskrankenkasse in Deutschland. Ja. Und zwar die BKK Mobil Öl, welche mittlerweile zu den besten Krankenkassen in Deutschland gehört, was auch der TÜV bereits zum 8. Mal bestätigt hat. TÜV. TÜV hat es nicht von Auto und dann sind die bei Krankenkassen. TÜV vergleicht auch Krankenkassen, auch Autos, auch Versicherungen, alles. Okay, und die haben gesagt, es ist den Besten. Der TÜV hat gesagt, dass die BKK Mobil seit 8 Jahren zu den besten Krankenkassen in Deutschland gehört. Aber nicht der Beste. Eine der Besten, genau. Welche Krankenkasse ist der Beste? Das hängt ja immer ab, Herr Schuko, welche Leistungen man von der Krankenkasse hat. Ja. Die BKK Mobil hat die besten Zusatzleistungen und das beste Bonusprogramm. Was haben die denn außer dem Hotel? Hotel ist sehr gut. Wärme ist immer super, weil Athletik Körper muss fit bleiben bei Big Dimitri. Super. Aber also was hat der noch? Sie übernimmt
Alternativmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur, Homöopathie, Osteopathie. Sie bekommen dann jedes Jahr 200 Euro für Gesundheitskurse. Können dann Entspannungstherapie, Massage, Aquajogging, Nordic Walking, Wassergymnastik, Yoga, halt was Ihnen Spaß macht, machen. 100 Euro pro Kurs. Kann man da Kampfsport machen? Kampfsport, ja, ich weiß jetzt nicht, was alles zu Kampfsport, was Ihnen Spaß macht. Da gibt es verschiedene Kurse. Das müssen Sie dann selber schauen, was Ihnen da Spaß macht. Vielleicht können die mein Krav Maga bezahlen, das wäre super geil. Können Sie mal auf jeden Fall überprüfen. Weil das brauche ich für Arbeit, weißt du, wenn Schuldner nicht Geld geben, dann, du weißt schon, was dann passiert. Ja. Okay, auf jeden Fall, Herr Schuko, sehr gute Servicequalität. Wenn Sie was beantragen, wird das innerhalb von 48 Stunden für Sie genehmigt. Muss man nicht lange warten. Ja, das ist schrecklich, weißt du, bei AOK rufe ich an, sag hier, Zahn kaputt, Zeh kaputt, Auge kaputt. Papierkram, alles. Papierkram, genau, Scheißdreck. Genau, genau. Wie ist, wenn dein Zahn kaputt geht? Was können die bezahlen? Herr Schuko, bei dem Zahnersatz, da ist es so, alle Krankenkassen übernehmen da maximal 30-40%. Zucker. Aber die BKK Mobil, die gibt ihnen da einen Bonus, damit sie sich dann privat zusätzlich absichern im Bereich Zahn. Und dann können Sie, dann haben Sie einen Partner, der Ihnen dann die Kosten wegnimmt. Müssen Sie nicht selber zahlen. Das ist, gilt das auch, wenn passiert bei Arbeit? Das wäre dann eine Unfallversicherung. Das hängt immer davon ab. Dazu kommen wir später. Sehr gut. Erstens, Herr Schuko, haben Sie hier eine Beitragsrückerstattung von 80 Euro. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie die Krankenkasse... Bitte nicht so schreien, junger Mann. Ich habe sehr gute Ohren. Okay, Herr Schuko, das heißt, wenn Sie die Krankenkasse ein ganzes Jahr lang nicht in Anspruch nehmen, haben Sie die Möglichkeit, 80 Euro bis 600 Euro zurückzubekommen. Heißt, wenn ich nicht krank geworden bin. Genau, genau. Wie viel Sie da von der Krankenkasse bekommen, hängt von Ihrem Bruttoeinkommen ab. Wie hoch ist denn ungefähr Ihr Bruttoeinkommen? Das kommt ganz darauf an, weil wir arbeiten bei Provisionsbasis. Wenn wir das Arschloch finden, das sein Geld nicht bezahlt und der den Geld gibt, dann kriegen wir sehr viel. Wenn wir nicht finden, haben wir Probleme. Okay, ungefähr. Wie viel verdienen Sie brutto? 3,8 ungefähr. 3,8. Okay, dann bekommen Sie, Herr Schuko, von der Krankenkasse den maximalen Beitrag zurück, also 600 Euro zurück. Jeden Monat? Jedes Jahr. Oh, jedes Jahr. 600. Aber das bekommt 600 Euro. Ja, wie ist bei Versicherung, wenn ich bei Ausland fahre? Sie haben natürlich auch weltweiten Versicherungsschutz. Sehr gut. Das übernimmt dann auch. Okay, der zweite Bonus, Herr Schuko, das ist Bonus für Gesundheitsleistungen. Ja. Machen Sie denn einmal im Jahr Zahnvorsorge, also gehen Sie zum Zahnarzt einmal im Jahr? Ich bin da meistens öfter, weil meine Arbeit sehr gefährlich manchmal. Okay, sagen Sie mir, sind Sie in einem Sportverein tätig, vielleicht in einem Kampfsport oder so? Ja, wir machen Krav Maga. Super. Sie bekommen von der BKK Mobil ein Bonusheft, lassen das mit 7 Maßnahmen abstempeln, also von Ihrem Zahnarzt, von Ihrem Sportverein, vom Hausarzt, bekommen dann 250 Euro jedes Jahr immer wieder. Dafür, dass ich Sport mache, kriege ich Geld. Genau, das ist ja deswegen, dass Sie auf Ihre Gesundheit aufpassen, weil Sie ja Sport machen. Alles klar, das ist sehr gut, sehr gut. Genau, das Gute dabei... Graf Maga? Leider nicht, habe ich noch nie gemacht. Müssen Sie mal bei Google gucken. Werde ich auf jeden Fall machen. Sehr. Herr Schuko, das Gute ist, dass man bei einem Wechsel nichts falsch machen kann, weil die Leistungen, die sind ja vom Gesetzgeber reguliert. Ja. Man sollte nur auf seine eigenen Vorteile schauen. Wenn das es was Besseres immer. Gibt, genau. Hinzu kommt, dass ein Wechsel zu BKK Mobil nicht nur eine deutliche Verbesserung der Leistungen bringen wird, sondern auch einen Bonus, durch welchen wir Schwachstellen im Gesundheitssystem intelligent schließen können. Ja. Was meinen Sie? Wo haben wir die größten Probleme, die größten Kosten? Bei welchen Ärzten muss man immer wieder aus der eigenen Tasche Geld dazu zahlen? Ah, bei Tierarzt, weil mein Pitbull immer krank. Ja, beim Tier, das Tierarzt, aber für sich selber. Ja, Zahnarzt, 100%. Beim Zahnarzt. Ist der genau, da haben Sie. Genau, da haben Sie vollkommen recht. Ja, deswegen gibt Ihnen die BKK Mobil auch einen Bonus,
damit sie sich da auch absichern. Ja, wo wir eben, und du hast doch eben gesagt, man muss auf die Vorteile im Leben schauen. Genau, was hat, genau, dein, was hat deine Firma für Vorteil, wenn ich zu den Krankenkassen gehe? Herr Schuklow, wir sind ja bundesweit der größte Spezialdienstleister für das Thema Krankenkassen. Das wir war empfehlen nicht meine Frage, das war nicht meine ja, Frage. Ja, ich werde Ihnen das erklären. Ja. Wir empfehlen dann eine Krankenkasse, die am besten für Sie passt. Ja. Wir bekommen dann natürlich auch einen Teil von der Krankenkasse. Das also das wird natürlich... Bitte? Das wollte ich doch nur wissen. Musst du sagen, ich kriege genau. Provision, musst du genau. Deinen Mund fusselig labern. Genau, genau. Natürlich, wir bekommen natürlich einen Teil von der Krankenkasse, ja. Wenn wir die natürlich auch empfehlen. Aber welche Krankenkasse wir empfehlen, das hängt ja immer davon ab, von Mensch zu Mensch. Na, das ist nicht wahr. Bitte? Das ist nicht wahr. Wieso meinen Sie das? Weil ich das weiß. Du hast bei 7-8 von meinem Kollegen angerufen, immer BKK Mobil Oil sagen, immer gleiche Sätze vorlesen, immer gleiche Sachen sagen und immer BKK sagen. Die und geben, wissen Sie, warum das euch, ist? Die geben euch gut Geld, habe ich recht? Das auch, aber wissen Sie, warum das ist? Ja, weil die am meisten Geld geben. Nein. Und natürlich, lüg mich nicht nein. An, ich bin Big Dick Dimitri. Es ist so, Herr Schuklow. Ja. Kennen Sie denn eine Krankenkasse, die Ihnen auch eine Beitragsrückerstattung gibt? Gibt es da noch eine Krankenkasse? Die Stalinkasse in Moskau. Bitte? Die Stalinkasse in Moskau. In Moskau, ich meine in Deutschland. Nein, ja, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Grundsätzlich, Herr Schumko, haben Sie Interesse an einem Wechsel, oder? Ja, aber ich will das Geschäftsmodell verstehen, weil ich bin Businessman. Ich will verstehen, wie das abläuft. Ja, ja, ich habe Ihnen das auch gesagt. Also ja, wir bekommen einen mal, Teil. Lass mich doch mal als Businessman zusammenfassen. Egal, was ich zu dir sage, du wirst immer den Krankenkasse empfehlen. Habe ich recht? Haben Sie recht. Siehst du. Das wollte ich genau. Doch nur wissen. Also im Endeffekt genau. Ist egal, was ich sage, immer gleiche Empfehlung. Aber das ist deswegen, Herr Schuko, weil die BKK die besten Bonusprogramme hat yeah. Und die besten Leistungen. Die, weil die euch die beste Leistung geben. Du hast doch gesagt, genau. Du hast gesagt, eine von den Besten und jetzt ist plötzlich die Beste. Das passt nicht zusammen. Wissen Sie, warum es ist, die Beste? Es gibt Krankenkassen, die haben einen kleineren Beitrag. Yeah. Aber die BKK Mobil hat bessere Leistungen. Wenn man den Preis und die Leistungen zusammenrechnet, ja. Ist die BKK Preis-Leistungs-Verhältnis die beste. Wo wir gerade bei Preis-Leistung sind, weißt du, ich habe noch ein paar Schuldner, die haben schon Bein kaputt, können nicht mehr bei Baustelle arbeiten, aber die müssen ja den Schulden bezahlen. Kann ich die bei deinem Callcenter einsetzen, dass die auch andere Leute abzocken können, damit die ihre Schulden bezahlen? Nein, leider nicht. Können wir nichts machen? Können wir keine Deal nein. Machen? Oh, nur nein. Sieben Leute müssen das, du kannst die nein. Unterbringen. Die müssen dann eine bessere Arbeit suchen, um die Schulden abzuarbeiten. Ja, das geht ja nicht mehr ohne Beine. Ja, wieso haben sie dann die Beine kaputt gemacht? Wieso haben sie nicht was anderes kaputt gemacht? Das habe ich, da habe doch niemanden den Beinen kaputt gemacht. Nee, oder wer das gemacht hat. Die sind, weiß nicht, wie sind die kaputt gegangen. Auf jeden ja. Fall müssen, das sind Manager, die haben gute Intelligenz, die können gut reden. Und die können dann ja? Auch da sitzen und das Skript vorlesen. Und dann können die Abschlüsse machen. Und dann kann ich mein Geld bekommen. Das glaube ich eher selten. Ja, sehr schwer. Warum ist das schwer? Das ist Business Manager. Die können das. Du sollst es einfach versuchen. Ich kann es ja nicht, keine ja. Ahnung. Wie jeder hat ja das Recht darauf zu versuchen. Ja, wo ist euer Callcenter? In Düsseldorf. In Düsseldorf, da haben wir Filiale. Wenn du mal gute Arbeit brauchst, rufst du bei Dimitri an. Und dann kannst du bei Dimitri. Dir anfangen. Ja. Okay, Herr Schuko. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen. Wie sieht das aus jetzt mit der Krankenkasse? Wie sieht das aus? Wollen Sie da wechseln oder halt nicht? Wir machen Deal. Ich nehme Ihre Versicherung und du nimmst meinen Schuldner bei Callcenter. Und da haben wir alle gute Deal. Du kriegst Provision von mir. Und von den 7 kriegst du auch ein bisschen Provision, aber den meisten werde ich nehmen. Okay, Herr Schuko, ich sehe hier... Hast du mich gerade ausgelacht? Ja, musste ich leider, weil Sie sind nicht bei der Sache. Düsseldorf, Herr Schuko, wo ist eure, welche Adresse? Opitzstraße 12. Hast du gehört? Orhan, fahr da mal hin, warte mal, du hast mich ausgelacht. Das machst du nicht nochmal. Ja.
Ja, lach bei deinem Leben. Lache bei deinem okay, Leben. Esko. Ich bedanke mich dann für die Zeit. Ja. Wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute dann. Genießen Sie Ihre Zeit. Wie war Ihr Name, bitte? Tobias Weiß. Ja, Herr Weiß. Ich wünsche schöne Restleben und Abend. Okay. Auf Wiederhören. Super.